Und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute soll es über die Apple ID gehen und wie man das Land verstellt. Und das zeige ich euch jetzt. Viel Spaß dabei! Erstmal erkläre ich euch, warum man das eigentlich gebrauchen könnte. Man könnte es zum Beispiel brauchen für Clash Mini. Wenn man zum Beispiel Apps, die es im Ausland nur gibt, runterladen will, zum Beispiel in diesem Fall Clash Mini, ein Supercell-Spiel, was es zurzeit nur in Kanada, Finnland und anderen Staaten gibt und man es dort nur runterladen kann. Um also das Land zu verändern, gehen wir einmal in die Einstellungen, klicken hier oben auf unseren Namen, gehen dann auf Medien und Käufe, sehen dann Account-Anzeigen, wählen das mal mit der Face ID aus, sehen dann unsere ganzen Daten und dann direkt hier drunter auch Land und Region. Das können wir direkt abändern und dort einmal draufklicken und dann können wir das Land abändern. Auf dieser Website könnt ihr dann eure Fake-Adresse sozusagen erstellen. Hier könnt ihr dann den Staat auswählen, zum Beispiel Kalifornien oder Kanada oder sonstiges. Und dann zum Beispiel auch noch euer Geschlecht auswählen, Male oder Female oder einfach Random. Und dann hier City, falls ihr noch das haben wollt und. Und dann einfach auf Generate klicken. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Packe ich euch einfach mal da rein, dann könnt ihr das selbst auch machen. Ich habe jetzt in diesem Fall Kanada ausgewählt als Land und gehe dann jetzt mal in den App Store und sehe auch direkt schon hier alles auf Englisch. So, dann gehe ich jetzt auf Search und tippe dort einfach meine App ein, die ich haben will, zum Beispiel jetzt in diesem Fall Clash Mini. Das ist jetzt zurzeit relativ gehypt und hier sehen wir auch direkt schon Clash Quest. Jo, da klicken wir einfach mal kurz drauf. Das ist auch ein Spiel, was noch nicht veröffentlicht wurde in Deutschland und auch noch sehr lange auf sich warten lässt höchstwahrscheinlich. Dann gehen wir mal auf See All. Dann sehen wir hier auch schon direkt Clash Mini, Everdale, das ist auch noch nicht in Deutschland. Clash Quest oder sogar, was sehen wir noch? Was ist hier noch nicht aufgelistet? Boom Beach Frontlines habe ich auch sehr gerne gespielt, habe ich jetzt aber deinstalliert, weil es eigentlich gefühlt vorerst bockt, aber jetzt nicht mehr. Genau. Die ganzen Apps können wir jetzt einfach so herunterladen, ohne Probleme irgendetwas falsch zu machen. Und dann gehen wir einfach mal auf Everdale oder. Falls ihr dann wieder den deutschen App Store wieder haben wollt oder je nachdem in welchem Land ihr seid, Niederlande, Österreich oder Schweizer Zuschauer haben wir natürlich auch, geht ihr bitte wieder in die Einstellungen und macht das gleiche wieder und schaut einfach, wo euer Land aufgelistet ist und klickt einfach mal da drauf. Und dann seid ihr auch schon direkt wieder zurück im deutschen bzw. niederländischen oder Österreich oder Schweiz oder was auch immer. Ich hoffe, dieses kurze Video hat euch trotzdessen gefallen, obwohl es relativ kurz war und mal eine andere Gruppe angespielt hat an Zuschauern. Und hoffe, dass es euch gefallen hat und lasst auch gerne ein Like und ein Abo da für den lieben YouTube-Algorithmus. Und dann sehen wir uns bald wieder, hoffentlich. Bis nächstes Mal. Ciao.